Willkommen zu einer neuen Runde Bear Wars. Zuallererst wollte ich mich einmal für den geilen Halloween-Stream bedanken. Ich werde davon keine Highlights machen, aus dem ganz einfachen Grund, dass ich vergessen habe, mir die Replay zu downloaden und die jetzt in der Hälfte der Stelle gemutet ist, weil ich halt immer Copyright-Musik in meinen Streams höre. What the fuck? Schlag mich. Fuck! Deswegen, ihr habt was verpasst. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt in Zukunft. Yo, chill halt mal deine Eier. Wenn ihr keinen Stuff mehr verpassen wollt, dann folgt mir doch unbedingt auf Twitch und macht da die Glocke an. Genauso wie ihr mich gerne auf YouTube abonnieren könnt und auch hier die Glocke anmachen könnt, um keinen Stuff zu verpassen. Würde mich supporten, würde mich freuen. Hier auf ne anderen Pit. Aber es soll heute gar nicht um meinen Halloween-Stream gehen. Heute geht es mal um den schlauesten Menschen der Welt. Richtig gesehen. Donald, ich sprühe dich mal mit Orangenspray ein Trump. Yo, Digga, was schon jetzt deine Mission? Donald Trump ist einfach zu schlau für uns. Das ist das Problem. Das ist der Grund, warum wir uns so oft über ihn lustig machen. Er ist zu schlau für uns. Kann mir jemand erklären, warum Jan mir durchgehend nachjoint? Bin halt wirklich der Überzeugung, dass wir uns immer zu Unrecht über ihn lustig gemacht haben, sondern dass er einfach wirklich super schlau ist und wir das halt einfach nicht gecheckt haben, weil wir zu blöd dafür sind. Die Sache bei Donald Trump ist, von ihm stammen Zitate wie: Das ist eine Insel, umgeben von Wasser. Großem Wasser. Das ist kein Witz. Also im Englischen hat er gesagt, Zitat: An island surrounded by water. Big water. Und ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass er zu blöd ist. Ich glaube, dass er so unendlich IQ ist, dass wir es nicht verstehen. Dass man dafür einen unendlich IQ braucht, um so schlau zu sein, das zu verstehen. Digga, der Typ geht mir halt derbe auf den Sack, ne? Halt vielleicht noch ein bisschen mehr reinsweaten, das fände ich sau sympathisch. Digga, was ist deine Mission? Yo, er stompt mich, wenn ich am Chatten bin. Ich meine, er ist der unendlich IQ-Typ, der hingegangen ist und öffentlich zum Wahlbetrug aufgerufen hat. So unendlich IQ musst du halt erstmal werden, dass du das halt mal ebenso machst. Komm, bitte. Safe, er lief. Yo, es ist halt absolut traurig, ne? Im Moment führt noch Joe Biden, aber Trump ist so, das ist auch eine unendliche IQ-Sache an Trump. Ich glaube, er will im Amt bleiben, um die Welt zu einer besseren Welt zu machen. Für weiße, homophobe Rassisten. Also für ihn selber im Grunde genommen. Aber ich meine, einen Punkt hat er halt nun mal. Der effektivste Weg dafür zu sorgen, begründet sagen zu können, dass es bei der Wahl Wahlbetrug gab, ist selber dafür zu sorgen, dass es bei der Wahl Wahlbetrug gibt. Ich halte mein Maul, ich kann dieses Game nicht mehr. Vor allen Dingen war halt zusätzlich, ich habe eben noch mit Tim ein bisschen hin und her geschrieben. Und er so, ja, Biden muss im Grunde genommen Wisconsin und Nevada halten und Michigan bekommen und dann ist es gelaufen. Und ich so, nee, Digga, aber Michigan wird dann nicht so easy bekommen. Ich schaue eben rein, die Auszählungen gehen weiter. Da war jetzt eine Zeit lang ein bisschen nachts bei denen und die haben halt nicht so ganz ausgezählt. Ich sehe so, Michigan wird blau. Einfach. Aber die Sache ist halt die, das ist auch eine der Sachen, warum Trump der schlauste Mensch der Welt ist. Er akzeptiert halt einfach das nicht, wenn er verliert. That I will totally accept the results of this great and historic presidential election if I win. Was passiert, wenn er verliert? Richtig. Er geht vor Gericht und klagt und klagt. Der hat in der 2016er Wahl, die er nun ziemlich entschieden gewonnen hat, weil sein Gegenüber halt fucking Hillary Clinton war. In dieser Wahl hat er Klage gegen die Wahl eingereicht, noch bevor die Wahl zu Ende war, noch bevor die Wahllokale geschlossen waren. Und das ist eine ziemlich chillige Sache. Und Jan ist geraged. Ja, passiert. Also ich hoffe wirklich inständig, dass Joe Biden Präsident-elect wird. Okay, ich lasse sich mal einfach ein bisschen bekriegen. Aber ich meine ganz ehrlich, es ist mir eigentlich ein Rätsel, wie Trump das überhaupt gewinnen konnte. Aber das hat wahrscheinlich auch was mit seiner unendlichen IQ-Heit zu tun. Normale Leute, wie machen das normale Politiker? Ah, das ist so und so. Nee, das stimmt nicht, weil es ist ein Fakt, dass es so und so ist. Trump sagt, nee, ist es nicht. Ende. Und Trump hat recht. Das ist das unendlich IQ-hafte an Trump. Der sagt, ich habe recht und dann hat er recht. Der sagt dann, alle Kriminalität geht von den Schwarzen aus. Und wenn die alle von den Weißen ausgehen würde, wäre trotzdem nicht anders. Da hinten ist gelb. Der hat einen Haufen Gold, der hat schon. Yo, kannst halt vielleicht noch ein paar mehr Rettungsplatten wasten. Also ich find's nice. Der verarscht mich gerade, oder? Komm. Ich habe im Grunde genommen nur einen Schuss. Ich habe den einen Schuss, den ich hatte, verkackt. Nice. Melody. Das Einzige, was jetzt bei dieser Wahl bisher anders ist,
dass, soweit ich weiß, Russland noch nicht ihren Senf dazu gegeben haben. Ich wüsste mal echt gerne, was bei der letzten Wahl war, weil da gab es ja einen russischen Hacking-Angriff, wo man sagt, ja, das ist, die Russen könnten gut und gerne Donald Trump zur Wahl verholfen haben. Oh, ey, jetzt muss ich heulen. Naja, wir werden es nicht wissen. Ich hoffe, dass Biden es jetzt macht. Wenn es euch gefallen hat und wenn ihr auch gerne Donald Trump wärt, also sprich, einen Minus-IQ hättet, dann schreibt jetzt mal Hashtag Trump in die Kommentare, wenn ihr wollt, dass Joe Biden Präsident wird. Sprich, wenn ihr normale Menschen seid, dann schreibt einfach mal Hashtag Biden in die Kommentare. Dann weiß ich, welche Leute ich jetzt aus meinen Kommentaren bannen sollte. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann macht das gerne. Ich habe gesehen, dass über 80% meiner Watchtime von nicht abonnierten Accounts kommt. Das heißt, es wäre sehr nice, wenn sich das ändern würde. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, zeigt es mir sehr gerne mit einem Like und einem netten Kommentar. Schaut unbedingt auf meinen anderen Socials vorbei, also auf Twitter, Instagram und Twitch. Da gibt's auf allen drei Plattformen Glocken, die ihr aktivieren könnt, dann verpasst ihr kein bisschen Content mehr von mir. Und ich würde sagen, teilt den Stuff gerne, wenn es euch gefallen hat. Es würde mich mega supporten. Bis dahin. Ciao. We will win and we will win and we Verpiss dich, du Hurensohn!